Ausschüsse, in denen Sie arbeiten wollen, aber hier vorne zum Beispiel der Boris und das nochmal. Tobi, er hat es zum Beispiel nicht erwähnt und auch du nicht. Wäre mal die Frage, nennt mal die Ausschüsse, in denen ihr arbeiten wolltet, wenn ihr denn in den Landtag gewählt werden würdet. Also mich interessiert, ist Soziales, Wirtschaft und Verkehr. Okay, also die Aufteilung der Ausschüsse muss man erstmal schauen, wer überhaupt reinkommt, dass wir eine optimale Aufteilung haben. Aber für mich wäre das Wirtschaft, Infrastruktur, Technologie und eventuell auch Forschung und Kultur. Ja, für mich ist das Hauptsteckenpferd, wo ich mich gerne in Ausschüssen engagieren möchte, gerade die Sozialfrage, was auch schon erwähnt wurde mit dem doch höheren Ausländeranteil, den wir in München halt auch haben, dass man da mehr daran arbeitet, die Bevölkerungsvarianten miteinander zu verbinden und nicht, dass jeder in seinem Karree haust und das bringt meines Erachtens wenig. Ne? Deswegen möchte ich mich da engagieren, dass ein Zusammenführen da ist, ein Miteinander statt ein Gegeneinander, weil auch in Milbertshofen am Hart ist meines Wissens die Kriminalität unter verschiedenen Gruppierungen recht hoch, die man damit, denke ich, denen man dagegen entgegenwirken kann. Des Weiteren ist natürlich auch Verkehrsplanung und eben auch Zukunftstechnologien in Bayern ganz wichtig. Man merkt auch gerade in der Strecke des Mittleren Rings, der hier durch den Wahlkreis führt, dass die Verkehrsplanung in München äußerst miserabel ist, gerade zu den Stoßzeiten, morgens und abends. Also von daher kann man sich da sicherlich zusammen mit den entsprechenden Leuten in einem Ausschuss darüber einig werden, wie man denn dagegen vorgehen kann. Okay. Gut, danke. Du hast es ja eigentlich... Gut, du auch noch. Also ich habe vielleicht ein bisschen angedeutet, meine Kernthemen sind halt eher der Finanzbereich, wo sich sonst aber hier gar nicht so viele interessieren. Das heißt, für mich wäre sowas wie Haushaltsausschuss interessant oder eben auch der Wirtschaft-Verkehr-Ausschuss. Okay, gut. Nächste Folge. Ich hätte eine Frage an alle. Wer hat denn schon den Bezirksausschuss hier im Kulturhaus Wilhelmshofen besucht? Immer so. Oder einfach hoch die Pfote. Genau. Grundsätzlich den Bezirksausschuss oder den speziell? Speziell, weil es geht ja um Wilhelmshofen. Darf ich kurz dazu sagen? Also im Stimmkreis gibt es insgesamt 3 Bezirksausschüsse. Es ist nicht nur der Milbertshofen hier, sondern es ist auch der Also es Schaden. Geht um Elfer. Es ist auch der Neuhausen. Da geht es um Kommunalpolitik und nicht um Landespolitik. Kommunalpolitik ist ein halbes Jahr. Ach, nichts, die Folge ist zulässig. Nächste? Ich habe eine Frage an Michael. Die anderen kenne ich jetzt alle. Du hast es, glaube ich, bis zum ersten Mal jetzt in der Landesgeschäftsstelle? Nein, das zweite Mal bin ich jetzt hier. Okay. Hast du schon mal Infostand-Arbeit gemacht und sowas? Und könntest du dir vielleicht auch vorstellen, dass du die Piraten, die Kandidaten jetzt auch vielleicht eher im Hintergrund in der Infostand-Arbeit nochmal selber unterstützt? Also ich bin damals in Bad Tölz bei Pfalzhausen eingetreten und war etliche Male am Stammtisch in Bad Tölz. Und auch in der Marktstraße in Tölz beim Infostand. Und da mein Studium jetzt beendet ist und ich mich jetzt nicht mehr auf Beruf und Studium konzentrieren muss, habe ich in Zukunft mehr Zeit und werde auch natürlich bei Infoständen dabei sein. Ja. Ja, okay. Michel. Flo Nadine. Es gibt 3 Möglichkeiten, den Landtag aufzulösen. Könnt ihr mir eine davon nennen? Also das Simple ist, du meinst jetzt unregelmäßige Auflösung oder ganz normal? Unregelmäßige Auflösung, genau. Ja, Misstrauensvotum. Noch einer? Ja, also gut, tatsächlich ist jetzt, also ich arbeite erstmal dran reinzukommen und nicht den aufzulösen. Aber ich glaube, nee, Misstrauensvotum bin ich jetzt mir nicht sicher.
Nee, ich weiß es nicht. Nee. Vielleicht der Bundesbürger? Nee. Bevor ich was Falsches sage. Nein, weiß ich nicht. Sonst? Ideen? Okay. Also mehr als Versuch, das ist dann genau, es gibt, also er kann sich selbst auflösen, es gibt einen Mehrheitsbeschluss, ich glaube es sind 2/3. Dann es gibt, das ist von der ÖDP initiiert worden, was ganz wichtig ist. Es gibt ein Volksbegehren. Hat jemand eine Ahnung, wie viele Wähler man da braucht? Vielleicht erinnert sich jemand an das Volksbegehren der ÖDP oder hat es in letzter Zeit gelesen, da wurde häufiger die Zahl genannt. Wie viele, ist das eine Frage oder die Antwort? Sonst ist es zu lang. Kann mir wenigstens jemand sagen, wie viele Leute braucht man in einem Volksbegehren, um den Landtag aufzulösen? Genau, aufzulösen. Das geht über ein Volksbegehren. Hat jemand, erinnert sich jetzt jemand und kann mir sagen, wie viele Personen es braucht, um dieses Volksbegehren zu initiieren? Viele Millionen. Also ich weiß die generellen Zahlen für ein Volksbegehren. Ich weiß nicht, ob das eine andere Form ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es genau dieselben Zahlen sind, wie jedes andere Volksbegehren auch in Bayern. Das ist 1 Million. Nicht ganz normal. 10% der Wahlberechtigten Bayern. Ein Volksbegehren erstmal zu initiieren. Das sind aber etwas weniger. 10% der wahlberechtigten Bayern, das sind 970 mal 180.000. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht gleich auflösen, wenn wir dran sind. Weiter fragen? Ron? Mich würde jetzt von denen, die hier nicht stimmberechtigt sind, also vorgeschlagen wurden, interessieren, warum sie sich gerade für Milbertshofen jetzt hier aufstellen lassen wollen. Nicht schon wieder. Ja, also ich verbringe ohnehin zwischen LGS und auch den Stammtischen mehr Zeit in Milbertshofen als in meinem eigenen Bezirk Bogenhausen. Und vor allem, da wir jetzt schon hier die Landesgeschäftsstelle haben und ich mit der Leitung der Geschäftsstelle vertraut bin, bietet es sich an, von hier als Zentrum auch den ganzen Bezirk bzw. den ganzen Stimmkreis Wahlkampf zu machen und zu vertreten. Ja, wenn ich jetzt mal meinen kompletten Wochendurchschnitt durchrechne und dann schaue, wo, an welchem einzelnen Ort ich die meiste Zeit stundentechnisch in der Woche verbringe, dann ist es tatsächlich hier. Ich verbringe hier mehr Zeit als daheim, obwohl ich daheim sogar noch schlafe gelegentlich. Deshalb auch hier. Die Frage kann ich endlich beantworten, da ich im LGS-Leiterteam mit drin bin. Verbringe ich hier einen Haufen Zeit. Ich habe jeden zweiten Montag meine Vorstandssitzungen hier vom Kreisverband und ich wohne eigentlich quasi ums Arschlecken, nicht in Milbertshofen. Ja, ich bin eigentlich aus einem anderen Stimmkreis auch, in dem ich auch mein aktives Wahlrecht vor einigen Tagen wahrgenommen habe. Ich komme eigentlich aus Solln. Wer das kennt, weiß, dass es da eine bisschen langweilige Gegend ist, vor allem wenn man noch jünger ist. Ich wohne da schon ziemlich lange und mein Wunsch ist es eigentlich, mehr in die Innenstadt zu ziehen. Und ich kann wohl ab Semesterende eine Wohnung von einem Freund, der dann aus München weggeht, übernehmen. Und das ist in der Georgenstraße und wie ich dann festgestellt habe, ist das hier der Stimmkreis. Und zur Landtagswahl wäre ich, so ich denn hier Direktkandidat wäre, dann auch wohnhaft in dem Stimmkreis hier. Weitere Fragen? Ich nehme jetzt mal den Schickmicher neben dir. Es gibt zwei große Themenbereiche in der Landespolitik, wo der Landtag wirklich noch einigermaßen viel Macht hat. Das eine ist die Bildungspolitik, da fielen schon einige Worte. Was mich aber echt erstaunt hat, ist, dass niemand von euch irgendwas zur Innenpolitik gesagt hat. Polizeirecht, Versammlungsrecht, innere Sicherheit. Und ich meine, also da haben wir jetzt so einen Innenminister, der da gelegentlich mal wieder seinen Koller bekommt und irgendwelche Forderungen stellt, aber hier ist irgendwie nicht wirklich was zu gefallen. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Vielleicht könnte mal jeder irgendwie noch ganz kurzes Statement, ein, zwei Sätze dazu sagen, weil also ich meine, wenn ich jemanden im Landtag wählen will von euch, dann hätte ich auch dazu gerne eine Meinung. Ja. Das ist für unsere nicht anwesenden Zuschauer, ist einfach.
Du möchtest praktisch jetzt zu dem Thema Innenpolitik und gerade was Polizei und das angeht. Dazu kann ich nur sagen, dass dadurch, dass wir in München die Ausbildungsstelle der Polizei haben, meines Erachtens viel zu viele davon auf der Straße hier rumrennen. Insofern, irgendwo müssen sie allerdings ausgebildet werden. Also kann ich dazu nur sagen, es wäre schön, wenn man da die Kompetenzen diesen Jungs ein bisschen besser erklärt. Ja, also die CSU hat sich Innen- und Sicherheitspolitik ja immer als so Steckenpferd vorgebracht. Allerdings die Sicherheitspolitik CSUs Teil absichtlich oder auch unbeabsichtigt lässt die Bürgerrechte links liegen. Das ist ein absolutes Kernthema der Piratenpartei und da müssen wir als Gegengewicht dagegenhalten. Im Landtag, in Ausschüssen, da haben wir auch eine sehr gute programmatische Abdeckung, die ich mit von Herzen unterstützen kann. Die CSU hat ja in letzter Zeit das Versammlungsrecht deutlich verschärft in Bayern und ich bin dafür, dass es wieder gelockert wird und zwar liberaler gehandhabt wird, als es vorher gewesen ist und nicht so, wie es jetzt im Augenblick ist mit Anmeldepflicht schon für kleinst spontan Demonstrationen. Das geht so nicht, wie es jetzt ist. Also ich habe durchaus einige Erfahrungen gemacht mit der Polizei, auch als Organisator von Großdemos mit bis zu 30.000 Mann bayernweit. Da kommt durchaus einiges zustande und es liegt viel im Argen. Allerdings ist es, muss ich ehrlich gestehen, nicht mein Fachgebiet. Ich habe mich eher auf Bildungspolitik verschanzt. Und wir haben allerdings bei der letzten Aufstellungsversammlung im Stimmkreis 103 einen wahnsinnig guten Mann für genau diese Innenpolitik aufgestellt, nämlich Wali. Der ist da sehr, sehr tief in der Materie drin. Dem würde ich auch sämtliche Kompetenzen in dem Bereich zusprechen, weil er wirklich sein Kerngebiet ist, wo er schon jahrelang damit arbeitet. Es ist klar, wir haben Bayern-Trojaner, wir haben bedenkliche Entwicklungen wie INDECT, wir haben zum Teil eine Polizei, wo man sich denkt, naja, können sie ein bisschen mehr, ein bisschen lockerer sein. Ich kenne das Problem allerdings auch von der anderen Seite. Ich habe zwei Onkel, die sind Polizisten und mit dem einen unterhalte ich mich zumindest gelegentlich über den Job. Und er sagt, es werden ihnen ständig Mittel gekürzt, es werden zu wenig Leute eingesetzt. Also man muss den Stress auch auf der Seite der Polizei sehen. Die sind unter Druck. Und der Druck wird beständig von oben nach unten weitergegeben, also aus dem Innenministerium. Und ich denke, da werden wir politisch was machen müssen. Ja. Also ich sage... Ich sag's euch ganz ehrlich, als mich Freunde früher darauf angesprochen haben und sie mir gesagt haben, ja, Bayern voll der Polizeistaat und diese Law-and-Order-Haltung, habe ich früher gedacht, Schwachsinn. Inzwischen habe ich meine Meinung insofern ein bisschen dahin geändert, dass ich meine Erfahrungen mit einem Nicht-Rechtsstaat in einem halben Jahr in Russland gemacht habe und einfach festgestellt habe, wo Dinge hingehen können, wenn etwas falsch läuft, also dass es eben keine Versammlungsfreiheit gibt, außer man ist von der Pro-Putin-Partei. Das waren Erfahrungen, die mich da wirklich geprägt haben. Für mich war früher das Thema Bürgerrechte nicht so relevant. Und das ist mir da erst richtig bewusst geworden. Und zum Thema zu viel Polizei auf der Straße. Ich bin viel mit dem Rad unterwegs und ich finde es schon heftig, dass an den sinnlosesten Ampeln, an denen keine Verkehrsunfälle passieren, mit großer Begeisterung dann 5 Polizisten stehen und mit der Kelle jeden vom Rad ziehen oder auch mal vom Rad runterschmeißen. Das ist das, was man früher mit den Autofahrern auch gemacht hat, an nicht verkehrsträchtigen Punkten zu blitzen. Inzwischen hat man da auch die Fahrradfahrer gefunden und es wäre schön, wenn sich die Polizei auf wirklich wichtige Aufgaben konzentrieren würde. Bekämpfung öffentliches Verbrechen, organisiertes Verbrechen,
da braucht man definitiv vielleicht mehr Polizei. Ansonsten halte ich die Polizei ganz ehrlich von der Personenstärke hier für ausreichend eigentlich, beziehungsweise eher sogar zu viel. Ich kann mich als Letzter nur den meisten anschließen. Auch nur zur Erklärung, ich glaube, warum das so wenig verwendet haben. Egal, was wir erzählen, wir haben vor 2 Tagen Wally gewählt und egal, was wir erzählen, ihr werdet ihn immer für kompetenter halten. Aber ich finde das ein unheimlich wichtiges Thema tatsächlich auch und auch stehe eben hinter, was wir jetzt gesagt haben, Online-Trojaner oder so dahinter, auch zum Beispiel, nicht dahinter, dass der abgeschafft werden muss. Ich denke, da muss man gerade mit Hermann und Uhl, haben wir ja echt da CSU-Größen, die bundesweit da Dünnpfiff verzapfen. Und da muss man natürlich, auch was Videoüberwachung angeht, einfach sagen, es geht so nicht. Oder sich für die Kennzeichnungspflicht von Polizisten einsetzen. Ich nenne so noch so Sachen. Gut. Michelle? Ich habe eine Frage an Nadine. Du hast gesagt, du findest die bayerische Asylpolitik scheiße. Kannst du sagen, was in der bayerischen Verfassung zur Asylpolitik steht? Was in der bayerischen Verfassung zur Asylpolitik steht? Genau. Soll ich dir herzitieren? Wenn du mir sagen kannst, was da drin steht, als eben die bayerische Haltung zur Asylpolitik im Gegensatz zu dem, was sonst eben Bundesthema ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir bloß einen Spruch von der Haderthauer sagen und der heißt, 2/3 missbrauchen unser Gastrecht. Und das wirkt sich dann auf die Praxis aus und was... Egal, was in der Verfassung steht, wir haben hier eine Sozialministerin, die meint, auf Leute, die ohnehin schon wehrlos sind, auch noch drauftreten zu können. Und da wäre es vermutlich interessant, was in der bayerischen Verfassung drinsteht, aber sie halten sich nicht dran. Du wolltest was sagen? Nein, Martin Wolfgang. Ich habe eine Proxy-Frage. Wenn am Wochenende die Koalition platzt und wir im Frühjahr Wahlen haben, wer steht dann schon zur Verfügung? Mhm. Okay. Alle. Sehr schön. Hat sich hiermit erledigt. Jetzt habe ich noch eine Proxy-Frage. Bitte? Und zwar, welche landespolitischen Themen haben in Wilbertshofen Relevanz? Welche Reihenfolge? Von da drauf. Bitte kurz. Fangst du an? Ja, also ich habe in meiner Rede ja durchaus schon was gesagt. Also, ich habe in meiner Rede durchaus schon was gesagt, ne, eben, dass eben soziale Probleme, also innerhalb Münchens soziale Probleme, Fragen der Integration eine große Rolle spielen und das landespolitische Themen sind. Was ich mir von Andi Wittel habe sagen lassen, Wilbertshofen ist total uninteressant, weil verkehrspolitisch nichts Spannendes hier passiert, ja, kann ich nicht beurteilen. Ansonsten Kulturpolitik, jetzt trolle ich euch damit, indem ich noch was zur Kulturpolitik erzähle, denn Wilbertshofen hat ein Kulturhaus, aber es ist jetzt nicht ausreichend, um für die Menschen, gerade für jüngere Menschen, ein attraktives Kulturangebot zu bieten. Und ich denke, da ist zum Beispiel das Kulturprogramm, das wir haben, mit der verstärkten Förderung von dezentralen Strukturen, mit der Nutzung mit Zwischennutzungskonzepten, die vorangetrieben werden sollen, ist durchaus was in Wilbertshofen funktionieren könnte und was man hier umsetzen kann vor Ort. In Wilbertshofen sind es ganz klar Technologiethemen. BMW und Knorr sind hier die größten Arbeitgeber. Dann hat Wilbertshofen eine sehr junge Bevölkerung. Also hier leben wahnsinnig viele junge Familien mit Kindern. Das heißt, die Bildungspolitik ist da ausgesprochen wichtig und natürlich die bayerische Sozialpolitik. Ja, ich möchte noch ein landespolitisches, wirklich rein landespolitisches Thema ansprechen, was noch gar nicht gesagt worden ist. Das ist das Ladenschlussgesetz. Das ist auch etwas, was rein vom Bundesland abhängt. Und auch dort haben wir hier in Bayern das definitiv strengste Ladenschlussgesetz. Es gibt Bundesländer, da haben die Geschäfte auch bis 22 Uhr auf oder dürfen zumindest bis 22 Uhr aufhaben. Das ist ein Thema, was ich auch gerne im Wahlkampf fahren würde, weil sich einfach die Lebenswirklichkeit auch verändert hat. Junge Berufstätige, die zum Beispiel auch hier bei BMW arbeiten, viele von denen kommen halt erst spät aus der Arbeit raus und hätten dann gerne noch die Chance, in möglicherweise 1-2 noch geöffneten Geschäften noch
noch einzukaufen. Und ich denke, also soweit mein Kenntnisstand ist, ist es auch Position der, der Piratenpartei in Bayern, den Ladenschluss zu liberalisieren. Und es gab da, glaube ich, einen Antrag auf dem Landesparteitag, das vielleicht auch daran zu koppeln, dass es kleine Ladenfläche ist oder wenig Umsatz, dass diese Geschäfte dann länger offen haben dürfen. Es wurde schon so viel gesagt. Kommentar plus eins und ja, es gibt dieses Positionspapier, das sieht allerdings noch mehr Liberalisierung vor, 24.6. Und da ich selber eine Zeit lang Schichtarbeit gemacht habe als Studienfinanzierung, kann ich sagen, es ist scheiße, es einzukaufen zu gehen, wenn man Schichtarbeit hat. Deshalb finde ich das 24.6 gut. Also ich wohne in dem Teil vom Stimmkreis Übertshofen, der zu Neuhausen gehört, nämlich neben der Bundesverwaltung in der Dachauer Straße. Und dieser Riesengebäudekomplex wird voraussichtlich ab 2014 abgerissen. Was dort neu gebaut wird, ist zwar überwiegend städtische Angelegenheit, weil die Planungshoheit bei der Stadt liegt, aber es gilt die bayerische Bauordnung, insofern hat es auch landespolitisch Relevanz. Und ich bin gespannt, was wir darauf für Einfluss nehmen können, was da passiert. Ja, die meisten Themen wurden schon angesprochen. Noch ein bisschen von der sozialpolitischen Schiene. Milbertshofen, der Stimmkreis, hat sehr unterschiedliche Bevölkerungs- und Familienstruktur. In Milbertshofen selber gibt es eine große Mehrheit von Familien mit Kindern. Im Gegenzug dazu in Schwabing-West und Neuhausen sind eher Single-Haushalte und kinderlose Mehrpersonenhaushalte in der Überzahl. Das heißt, wir müssen mit einer flexiblen Familienpolitik, was ja auch Piratenposition ist, müssen wir da punkten, dass eben den verschiedenen Lebensentwürfen die Politik gerecht wird. Und ja, auch wirtschaftspolitisch, was bereits genannt wurde, Tanzverbot, Ladenschlussgesetz, auch das Thema Nichtraucherschutz ist jetzt gerade in Schwabing doch vielen ein Dorn im Auge. Das sind landespolitische Wirtschaftsthemen, die auf jeden Fall auch auf diesen Stimmkreis zutreffen. Ja, so blöd sich es anhört, aber dem ist nichts hinzuzufügen. Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Noch alles, was ich mir jetzt gerade überlegt hatte, was ich sagen könnte, wurde bereits gesagt. Insofern, ja. Ne? Was habt ihr für Erfahrungen mit öffentlichen Auftritten für die Piratenpartei? Rechts. Also wie ich in meiner Vorstellungsrunde schon gesagt habe, habe ich Anfang des Jahres des Öfteren einen Infostand geleitet, unter anderem auch den Infostand bei der Facebook-Party des netten Herrn Seehofer, wo doch ein sehr großes Interesse der Öffentlichkeit war. Mit dem bin ich recht gut zurechtgekommen, hatte eigentlich auch keinerlei Schwierigkeiten gegenüber den doch sehr kontroversen Dingen, die man uns an den Kopf geworfen hat. Insofern denke ich, kann ich da gut mit umgehen. Ja, also ich bin in den letzten Jahren ziemlich viel herumgekommen mit Podiumsdiskussionen, vor allem zum Urheberrecht, auch in verschiedensten Settings. Also es gab Podiumsdiskussionen mit Politikern von anderen Parteien, Podiumsdiskussionen mit Betroffenen aus dem Kulturbereich. Letzte Woche haben wir hier in der Geschäftsstelle eine Talkshow aufgezeichnet zu dem Thema. Das wäre so der Großteil meiner öffentlichen Auftritte. Ansonsten Kleinkram, Infostände sind dabei. Ich habe einige Interviews gegeben für Bayerischen Rundfunk, Abendzeitung, NDR. Und ich nehme auch am Pirate Debating hier teil. Das ist nochmal so Training für öffentliche Auftritte. Das kommt im Wahlkampf auch sehr gelegen. Also ich habe 2009 und 2010 in meinem damaligen Kreis Bad Hölzwolf-Ratshausen mich an vielen Infoständen und Stammtischen beteiligt. 2011 und 2012 war ich deutlich eingeschränkt, weil ich studiert habe und hatte Freitag und Samstags immer Vorlesungen und ich hatte auch kein Geld, um irgendwelche großen Sprünge zu machen, irgendwo hinzufahren. Deswegen war ich nicht so oft dabei. Aber bei der Anti-ACTA-Demonstration war ich dabei und bei manchen anderen Infoständen war ich auch dabei. Ich muss ja gestehen, leider habe ich die Erfahrung. Ich habe mit meinen 5 Jahren Hochschulpolitik, die ich aktuell betreibe, viele Interviews gegeben. Radiointerviews, Zeitungsinterviews, Fernsehinterviews, dann als Freibeuter habe ich auch Interviews gegeben. Wie gesagt, das letzte erst letzte Woche Dienstag, vorletzte Woche Dienstag war es.
Und mein kuriosestes Interview überhaupt, das war ein Fernsehinterview mit südkoreanischem Fernsehen über bayerische Politik aus Sicht von Hochschulstudenten. Also, ja, ich habe Erfahrung. Ja, Erfahrung mit öffentlichen Reden habe ich gewissermaßen auch. Bezirksausschuss ist öffentlich, findet teilweise vor 200 Bürgern statt. Und seitdem ich da jetzt auch als Pirat in Erscheinung trete, habe ich auch einen Antrag im Bezirksausschuss gestellt, und zwar einen, der vom Kreisparteitag beschlossen worden ist, pro Semesterticket. Den habe ich im August bei mir im Bezirksausschuss eingebracht und habe dann auch nach längerer Diskussion, wo ich auch recht viel gesprochen habe, eine Mehrheit bekommen, und meines Wissens war das auch der erste kommunalpolitische Antrag der Piraten in Bayern, der irgendwo eine Mehrheit gefunden hat und beschlossen worden ist. Tja, schwer zu sagen. Ich habe in letzter Zeit häufiger mal Interviews geführt. Gestern hatte ich beispielsweise eine Live-Sendung auf M94.5, dem Studentenradio. Dann einige Infostände in der Vergangenheit, und ich habe die INDEC-Demos als Bündnistante für den KV begleitet und zum Teil da auch Reden geführt und die Demo angeführt. Okay, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, arbeite ich zum einen ein bisschen im Hintergrund. Also ich bin Mitglied bei der Servicegruppe Presse im Landesverband. Steht da auch in zwei Pressemitteilungen, stand ich als Zitatgeber drin, oder mache die Facebook-Seiten mit von Bayern und München, was ich unter Öffentlichkeitsarbeit verstehe. Jetzt im direkten Kontakt, das heißt vor echten Menschen im echten Leben, habe ich unter anderem auf der Hanftag-Demo vor ein paar hundert Leuten eine Rede gehalten, oder jetzt bei Pirate Feedback war am Montag ein Pressefrühstück mit Journalisten der SZ ein bisschen gesprochen. Also ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, ihr habt euch ja recht kurzfristig teilweise entschieden und standet teilweise gar nicht im Wiki. Können die Leute, die jetzt gar nicht im Wiki stehen, vielleicht mal da was dazu sagen? Das ist schon mal einer. Also, ja, alle. Wir warten wahrscheinlich. Hat sich das mittlerweile geändert? Ja, hat sich geändert. Aber es sind noch keine Fragen gekommen. Ein Wiki. Mhm. Warum sich so spät für die Kandidatur entschieden wurde? Ja. Bei mir war das so, dass ich ein Studium hinter mich gebracht habe und noch nicht wusste, wie es beruflich und privat weitergeht. Deswegen habe ich mit der Entscheidung etwas hinausgezögert. Ja. Inzwischen weiß ich aber, dass ich in München meinen Lebensmittelpunkt behalte, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Von wem willst du noch antworten? Oder? Ja, ich hätte dann noch eine Anschlussfrage. Manche haben gesagt, sie kandidieren nur, weil kein anderer kandidiert. Ich weiß es nicht, ob hier auch Leute dabei sind. Könnt ihr euch dazu mal äußern, dass ihr sagt, ihr kandidiert nur, weil kein anderer kandidiert? Das kam, glaube ich, mal von Flo Reich auf jeden Fall. Ja. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Warum hast du da eine Kandidatur? Ich bin mir nicht sicher, ob es vom Vater und Nadine und dir auch kam. Ja, ursprünglich habe ich das gesagt, ich kandidiere, weil kein anderer kandidiert. Das war damals fürs 102er, da wo ich eigentlich wohne. Hab dann allerdings herausgefunden, dass dann doch zwei sehr gute Leute kandidiert haben, die ich auch beide unterstützt habe. Ich sage jetzt keine Namen. Und habe mich dann entschlossen, 103er, nein, da haben wir einen sehr, sehr guten, den Wali, und im 104er war zu dem Zeit nur Fahrwissel eingetragen. Ja, und Tobias, ich. Stimmt, du auch schon. Das dachte ich mir, ist ein bisschen wenig. Da stelle ich mich einfach auch mal dazu, dass sich dann nach mir auch noch viele andere ins Wiki eingetragen haben. Ich finde es gut, das macht eine schöne Wahl, aber da ich mich schon eingetragen habe, fand ich es blöd, wieder zurückzuziehen. Also ich lasse euch entscheiden. Ja, ähnliche Begründung. Es stand zunächst mal nur Tobias drin und man wusste nicht, wer noch kommen würde, und ich bin dann gebeten worden, mich hier einzutragen, und hier stehe ich nun. Und ein bisschen Wettbewerb ist doch auch schön, nicht? Auch, ja. Also zum Thema Kandidatur kann ich nur sagen, dass ich mich schon im Mai oder Juni
auch im Wiki öffentlich bereitgestellt habe für eine Kandidatur als Direktkandidat für den Landtag. Und ich kandidiere nur hier. Ich habe nirgendwo anders kandidiert. Ich werde auch nirgendwo anders kandidieren. Und auch nur für die Landtagskandidatur, nicht für den Bezirkstag und auch in keinen anderen Stimmkreis. Also ich kann mich dem insofern anschließen, ich kandidiere auch nur hier und auch nur für den Landtag. Es stimmt, ich habe lange gezögert, also weil ich habe mir auch jetzt viel Streams und Ausschussprotokolle und hast du nicht gesehen durchgelesen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich im Zweifelsfall mein restliches Leben ändern will, wenn ich hier gewählt werden sollte. Und habe deswegen lange überlegt und habe mich dann vor 3 Wochen ins Wiki eingetragen. Allerdings, weil jetzt Pirate Feedback so viel Arbeit war, habe ich leider erst die Mail auf die Mailingliste, dass ich kandidiere, vor einer Woche geschickt. Ein bisschen ein Fail von mir. Gerade noch eine Anschlussfrage. Inwieweit hat sich deine Einstellung dazu geändert, wenn du so viel beschäftigt warst und nicht unterhalten konntest? Ich meine, ich bin am Vorjahr. Ja, wenn man sich dafür entscheidet, muss man auch dafür stehen. Ja, also ich stehe jetzt hier und ich will das. Also das schon, aber also ich glaube, nein, also das, aber es ist halt eine Entscheidung für mich jetzt, will ich Assistenzarzt machen so schnell wie möglich oder will ich, wenn ich gewählt werde und wir einen geilen Wahlkampf machen und wir 5%, also es ist nicht, aber es könnte ja passieren, dass ich 5 Jahre Berufspolitiker werde und das ist eine Entscheidung, da habe ich mir ein halbes Jahr Zeit genommen, war da auch in dem halben Jahr durchaus mal so und habe eben viele Ausschussprotokolle gelesen und was macht man und mit Leuten geredet, aber vor 3 Wochen spätestens, das ziehe ich jetzt durch, also das ändert sich jetzt auch nicht mehr. Man muss auch zugunsten von Florian sagen, dass das Auftauchen auf Pirate Watch ungefähr 2 bis 3 Wochen dauert. Gut, das dachte ich mir. Genau, du bist ja, glaube ich, auch auf Watch vertreten, oder? Ja. Frage an Dominik, könntest du dir vorstellen, für die Piraten auch in die Kommunalpolitik zu gehen, falls es jetzt mit dem Landtag nicht klappen sollte, mit deiner kommunalpolitischen Erfahrung? Ob du da uns nicht vielleicht ein bisschen fehlst? Sag einfach was dazu, ob du bereit wärst, da zu kandidieren. Mache ich ja im Prinzip jetzt schon, ja. Also ich bin öffentlich und auch im Internet der Stadt München als kommunaler Mandatsträger der Piratenpartei eingetragen, im Bezirksausschuss. Ich mache da meine Aufgabe in der einmal monatlichen Plenumssitzung und ja, es ist eine reizvolle Sache, aber ich mache Kommunalpolitik seit 10 Jahren und ich habe da viel Erfahrung gesammelt. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, Kommunalpolitik zu machen, um Sachen zu lernen, aber jetzt möchte ich mich für den Landtag bewerben. Meine Frage geht an alle. Wer von euch war schon mal Mitglied in einer anderen Partei oder parteinahen Organisation? Und am besten erklären welche. Hast du schon erklärt? Ja, habe ich schon erklärt. Wir haben beide schon erklärt. Und beide? Okay. Also ich würde auch, was dazu sagen, wenn... Gerne. Die beiden weiß ich schon, ihr habt es erklärt. Also meine Frage wäre, habt ihr abseits von Stammtischen oder Infoständen schon Pläne, was man im Wahlkampf machen könnte? An die, die Lust haben zu antworten. Also ich habe jetzt noch nicht den großen geheimen Masterplan, weil ich denke, ihr Leute, die alle hier seid, ja, mit euch zusammen, müssen wissen, wie wir das machen. Aber was ich vorhin meinte, eben zum einen, glaube ich, was wir machen müssen, ist der klassische Wahlkampf, das heißt auf dem Wochenmarkt, auf Infoständen mit Vereinen und dann aber zum Beispiel einen ganz konkreten Plan, den ich habe. Ich weiß schon, das Lastenfahrrad, das ich kaufen werde, ja, weil das ist nämlich sowas, was die Berliner gemacht haben, dass die nicht nur lokale Infostände haben, sondern so ein Lastenfahrrad, ja, 2 Fahnen montiert, irgendwie eine Kiste mit Flyern und dann einfach durch die Gegend fahren mit noch 2, 3 Leuten, die nebenher laufen oder so, dass man praktisch ein mobiler Infostand ist und zu den Leuten geht und da habe ich prinzipiell vor, dann auch, wer auch immer für den Bezirkstag hier gewählt wird, schon möglichst viel abzulaufen, möglichst viele Gegenden abzulaufen und auf die Leute zugehen. Wäre so eine Idee. Ja, ich lasse den anderen nochmal was übrig. Also, so ja, die Reihenfolge. Achso, oh Gott, die Reihenfolge. Ja, okay, die Reihenfolge.
wenn ich es jetzt primär auf Milbertshofen eindampfe, hier haben wir etwas, und das habe ich vorhin auch schon betont, und ich wiederhole es nochmal, wir können hier in der Landesgeschäftsstelle einen Haufen machen, Veranstaltungen. Ich werde... infolge meiner Bündnisarbeit auch gucken, dass das Piraten in München auf so vielen Demos, bei denen wir thematisch dazu passen, ihr Gesicht zeigen. Dann natürlich das übliche Infostände organisieren. Und mir ist mal erzählt worden aus dem Wahlkampf 2008, das war eine relativ lustige Aktion, wo sie die Leute mit Piraten-T-Shirts in den U-Bahnhöfen platziert haben. Also an jedem U-Bahnhof einen. Und das macht natürlich Laune. Also wenn da immer da so einer sitzt beim dritten U-Bahnhof, spätestens fangen die Leute an zu gucken. Also solche Dinger sollten wir ausarbeiten. Irgendwelche Dinger, die wirklich Spaß machen und die zu uns passen. Ja, ich habe vorhin in meiner Bewerbungsrede ja schon von der Christbaum-Aktion erzählt. Das klang ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen schräg und vielleicht auch ein bisschen belustigend. Aber da kommt man wirklich an eine recht große Menge an Menschen ran und macht sich auch bekannt. Eine zweite Idee von mir ist, also der Infostand ist immer ein bisschen schwieriger, weil man den ja anmelden muss. Praktischer ist da eine Verteilaktion, weil da muss man nichts anmelden. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Liberalisierung Ladenschluss fährt, kommt man sich auch im Wahlkampf jeden Abend um 19.30 Uhr an einen anderen Supermarkt im Wahlkreis stellen und den Leuten einen Zettel in die Hand drücken, die gerade noch auf den letzten Husch reinlaufen oder vielleicht um 20 Uhr auch schon vor der verschlossenen Tür stehen und diese Leute dadurch ansprechen. Ansonsten muss ich sagen, finde ich die Idee mit dem Fahrrad vom Flo ganz ausgezeichnet. Vor allem, wenn man sie dann auch wirklich glaubwürdig fährt und nicht so wie die Grünen, gab es hier in München auch schon die Sache, dass Grüne mit dem Fahrrad irgendwo vorgefahren sind und der Chauffeur hat um die Ecke geparkt und sie haben sich halt mit dem Auto bis um die Ecke fahren lassen und das mit dem Fahrrad gekommen. Aber die Fahrradidee, finde ich, ist eine ganz große, die würde ich auch als bekennender Radfahraktivist gerne machen. Viele Wiederholungen, ja, klassische Werbemittel, Verteilaktionen, Infostände, Ähnliches. Guerilla-Marketing finde ich auch ganz gut, also einfach mal wohin sitzen. Bahnhof ist eine klasse Idee und ich glaube, ich werde mir deine Idee Raubmord kopieren. Dankeschön. Sharing is caring. Also, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Parteien, die ich heute nicht mehr mag, mit Flugblattverteilungen in Briefkästen. Das würde ich ganz gerne machen, weil ich mich gerne viel bewege. Und ansonsten bin ich PR-Mann, das heißt, ich würde versuchen, über die Stadtteilpresse, über die Wochenblätter Öffentlichkeit zu erreichen und auch über lokale Internetportale, einschließlich Gruppen auf Xing und in Facebook, die sich mit Milbertshofen beschäftigen. Ja, wie immer wurde das meiste schon gesagt. Also gerade diese lokalen Blätter, auch teilweise kostenlose Anzeigenblätter, die drucken gerne irgendwelche Ankündigungen von uns aus. Veranstaltungen können wir hier in der Geschäftsstelle machen, können wir auch im größeren Rahmen in der Wirtschaft oder so machen, wo man auch viele Leute hinbekommt zum direkten Gespräch. Das muss auch entsprechend beworben werden. Also da gibt es nicht nur den klassischen Infostand, da gibt es Plakatierung für Veranstaltungen, was zum Beispiel die CSU nutzt. Man darf ja als Partei nicht unbegrenzt plakatieren, aber wenn es eine konkrete Veranstaltung zu einem konkreten Thema ist, kann man es schon machen. Postwurfsendungen sind auch wichtig. Verteilaktionen von Flyern sind wichtig. Das heißt, wir werden uns auch auf einen schwierigen Wahlkampf einstellen müssen und da alle Register ziehen, um die Bürger zu erreichen. Ja, mein Masterplan, den ich mir zurechtgelegt habe, wo ich unbedingt machen möchte im Wahlkampf, ist dadurch, dass wir ja die Internetpartei sind, den Bürgern die Möglichkeit geben, an festen Zeiten unter der Woche, jeden Tag, direkt via Voice Call oder Webcam direkt mit den Kandidaten, also mit mir, zu kommunizieren und Fragen direkt zu stellen. Das muss natürlich auch verbreitet werden, was man dann über die Standardaktionen wie eben die Flyer-Sendungen und Infostände den
Massen mitteilen kann. Ne? Ja, wir wollen auch Duplos hier vorne. Kriegt zuerst ins Fertiges. Michelle, du hattest noch eine Frage. Alle Kandidaten ergänzen bitte folgenden Satz. Transparenz in Bayern bedeutet für mich... Schucke. Transparenz in Bayern bedeutet für mich, dass es keine Schwarzgeldkonten mehr gibt von irgendwelchen etablierten Parteien. Nein, kleiner Scherz am Rande. Es bedeutet für mich definitiv, dass alles, wofür ich mich als Bürger interessiere, auch zugänglich gemacht werden sollte. Transparenz in Bayern bedeutet für mich Informationsfreiheit, Gesetze und Satzungen von Landesebene bis unter zu der niedrigsten Kommunalebene. Es bedeutet die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsprozessen in allen Gremien, vom Landtag bis hin zum kleinsten Stadtrat. Und es bedeutet die Dokumentierung aller möglichen Einflüsse von allen möglichen Lobbyisten, auch den CSU-Amigos, die für den Bürger öffentlich einsehbar sind. Für mich bedeutet das, dass der Politiker gläsern sein muss. Das heißt, jeder Politiker oder jeder, der ein öffentliches Amt ausübt, muss alles, was für die Öffentlichkeit von Relevanz ist, offenlegen und muss zu seiner Vergangenheit stehen und darf nichts verschweigen. Transparenz in Bayern bedeutet für mich Offenheit, Nachvollziehbarkeit und Transparenz generell. Also es muss viel mehr dargelegt werden. Es muss in den Dokumenten für jeden Bürger einsehbar sein über längeren Zeitraum. Gutes Beispiel ist hier zum Beispiel der zweite Stammstrecke, die nur wenige Tage liegen die Baupläne offen. Sie dürfen nicht kopiert werden, sie dürfen seltsamerweise abfotografiert werden, aber nicht kopiert werden. Sowas ist Schwachsinn, sowas sollte offengelegt werden. Transparenz in Bayern für mich sollte tiefgehend, so klar wie der Königssee dokumentiert und zugänglich gemacht werden. Haha. Ich versuche es kurz und knapp. Transparenz in Bayern bedeutet für mich, dass nach ungefähr 56 Jahren CSU-Regierung auch wieder mal eine andere Partei das Land regiert. Genau, nachdem inhaltlich auch schon alles gesagt wurde, kann ich mich nur anschließen und auch noch mache die Stammtischparole, Transparenz in Bayern bedeutet, schwarzen und roten Filz abzuschaffen. Bürgerbeteiligung erreichen wir durch. Also, okay, ihr wisst, macht das Bullshit-Bingo durch. Ja, Bürgerbereicherung erreichen wir dadurch, dass wir einerseits transparent arbeiten, dass wir unsere Arbeitsweisen auch im Landtag so aufbereiten, dass die Leute auch was damit anfangen können und dass wir aktiv auf die Leute zugehen und sagen, hier könnt ihr euch beteiligen. Und ganz konkret heißt es zum Beispiel, dass man die Möglichkeiten für Volksbegehren und Bürgerbegehren erleichtert, dass der Bürgerwille leichter in Gesetzesformen oder in Initiativen kundgetan werden kann. Ja, Bürgerbeteiligung heißt, dass wir Volksbegehren starten, wie zum Beispiel das gegen die Studiengebühren und auf kommunaler Ebene, dass man zum Beispiel mal an seiner eigenen Bürgerversammlung, die einmal im Jahr stattfindet, teilnimmt und vielleicht auch dort sich durch Anträge einbringt. Bürgerbeteiligung erreichen wir dadurch, dass wir den Leuten klar machen, dass es mit einmal Kreuzchen in 4 oder 5 Jahren nicht getan ist, dass wir ihnen die Informationen zur Verfügung stellen, die sie brauchen, um politisch mitarbeiten zu können. Und wir müssen ihnen sagen, dass es nicht nur die Sache ist derer, die da oben sind und Kostümchen und Anzüge tragen. Es ist die Sache von jedermann. Kurz, Flo plus 1, lang, ja, durch Offenheit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Nachvollziehbarkeit finde ich ganz wichtig. Kann man es erreichen, die Leute in die Entscheidungsprozesse einzubinden und auch frühzeitig in Entscheidungsprozesse einzubinden und dann haben wirklich die Bürger mehr Mitspracherecht. Das finde ich wichtig. Für mich bedeutet es unter anderem, dass wir uns
ein Beispiel nehmen an Politikern, die zum Beispiel über Facebook erreichbar sind und Nachrichten von Bürgern entgegennehmen und auch sofort beantworten. Da ist also für mich vorbildlich Dieter Janeczek von den Grünen. Ja, also Bürgerbeteiligung hat drei Komponenten. Es muss zum einen auf Gesetzesebene die Möglichkeit geben, Volksbegehren, Bürgerbegehren zu starten, die dann auch von der Politik ernst genommen werden. Das haben wir weitgehend, obwohl auch da Verbesserungsbedarf besteht. Es gibt aber noch zwei weitere Punkte, die enorm wichtig sind. Nämlich, es muss eine Transparenz herrschen, und zwar auch im Voraus. Man kann nicht eine qualifizierte Meinung bei einem Volksbegehren abgeben, wenn die Hälfte der Informationen oder die meisten Informationen dazu versteckt sind und nicht zugänglich sind. Und es muss ein gewisses Bildungsniveau geben. Es muss ein freies Bildungsangebot geben, weil auch da gilt, unqualifiziert über eine besonders komplexe politische Frage entscheiden zu können, müssen die Leute die Bildung haben und auch das Selbstvertrauen haben, sich da einzumischen. Das sind die drei Säulen der Bürgerbeteiligung. Ja, für mich ist Bürgerbeteiligung das Schlüsselwort. Roter Faden verloren. Egal. Für mich ist die Möglichkeit, Bürgerbeteiligung anzuregen, indem man Bürgernähe verbreitet. Es ist essentiell wichtig, dass die Bürger mit ins Geschehen eingebunden werden, nicht nur ins parteiliche, sondern ins politische Geschehen allgemein. Das muss dem Bürger auf eine Art und Weise transportiert werden, dass es auch versteht, weil ohne dass es versteht, kann er auch nicht mitmachen. Weitere Fragen? Das Licht verfallen. Last minute. Ich habe noch eine Frage. Am Mittwoch hat die SPD und die Grünen eingeladen zu einer Filmvorführung Premiere. Das Blut muss fließen, Undercover unter Nazis. Und die supporten das Projekt, weil es natürlich viel Schulden gekommen durch das ganze Projekt. Der öffentliche Fernsehen hat sich nicht dafür interessiert. Jetzt langsam, aber auch noch nicht genug. Und die schicken den Film eben auf Reise, bayernweit. Wenn ihr im Landtag seid, ist die Frage an alle, würdet ihr den unterstützen, mal wieder im Landtag vorstellen? Reicht das, oder sollen wir noch einzeln? Nö. Nochmal gescheit, Hand hoch. Nein, extra Foto hoch. Okay, danke. Okay. Also ich habe mich deswegen nicht gemeldet, weil ich mich erst genauer darüber informieren würde. So geht es mir auch. Ich kenne den Film nicht, von daher kann ich mich jetzt nicht so... Okay, es geht um die Rechtsrock-Szene und wie die drauf sind. Gut. Weitere Fragen? Dann ist das diesmal nicht der Fall und ich schließe die Fragenliste. Fast nicht, was abgeschlossen. Und übergebe an Markus. Ja. Dann die obligatorische Frage, möchte noch jemand kandidieren oder einen anderen Kandidaten vorschlagen? Das wäre jetzt die letzte Möglichkeit. Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall, dann ist die Kandidatenliste damit offiziell geschlossen und wir kommen zum Wahlgang. Das heißt, die Stimmberechtigten bekommen nachher einen Stimmzettel, der sieht so aus. Das heißt, ihr habt hier die Namen der Kandidaten und könnt davor jeweils ein Kreuz machen. Das Wahlverfahren sieht vor, dass ihr nicht nur ein Kreuz machen könnt, sondern ihr könnt bei jedem Kandidaten ein Kreuz machen. Das heißt, wenn ihr einen gut findet, den einen Kandidaten ankreuzen, wenn ihr zwei oder drei gut findet, nur die zwei oder die drei. Ihr könnt bei allen ein Kreuz machen. Wenn ihr keinen Kandidaten gut findet und keinen davon als Direktkandidaten wünscht, dann bitte einen leeren Stimmzettel abgeben. Das ist keine Enthaltung, sondern ein leerer Stimmzettel ist die Ablehnung aller Kandidaten. Wenn ihr euch enthalten wollt, einfach keinen Stimmzettel abgeben. So einfach ist das. Genau. Bitte sonst nichts draufschreiben, keine Markierung am Stimmzettel anbringen. Das würde ihn nämlich ungültig machen. Genau. Einen Stimmzettel bekommt ihr gleich von mir und dem Wahlhelfer hier vorne am Tisch. Der wird dann an der Stimmkarte was abgekreuzt. Und wenn wir alle Stimmzettel ausgeteilt haben, wird danach die Urne gezeigt, dass sie leer ist und der Wahlgang eröffnet. Dazu brauchen wir dann auch wieder die Stimmkarte.
Ihr habt hier im Raum, ist das relativ voll ist, ist es jetzt schwierig, unbedingt geheim abzustimmen. Wenn ihr geheim abstimmen wollt, ohne dass alle euch drüber schauen, wir haben hinten noch einen Raum, wir haben draußen im Raum haben auch Tische. Also es besteht die Möglichkeit, seine Stimme geheim abzugeben. Nutzt sie, wenn ihr das in Anspruch nehmen wollt. Und dann würde ich sagen, wir verteilen dann die Stimmkarten, die Stimmzettel.
Plastik. Ich sage nur Taschenmesser. Da ich finde, wenn Leute sich spielen auf Leinen spielen, ist halt auch. Ja, genau. Oder wir auch, aber wir haben es gewollt, weil es war so schwer, wie wir uns auch fertig. Nee, es hat da lange gedauert. Aber ein Spiel in einem Tag ist auch nicht das Wahre. Ja, aber wir wollten sehr. Entweder nur oder nicht. Ja, ich gab bessere Kommentare, aber deine war nicht. Gut, wir haben. Das gilt auch für die Damen. Auch für die blonden Damen. So, wir haben ein vorläufiges Ergebnis. Es waren 14 Piraten akkreditiert, es wurden 14 Stimmzettel abgegeben, es war keiner davon ungültig und keiner leer. Auf Kandidat Nummer 1, Tobias Langer, entfiel eine Stimme. Auf Kandidat Nummer 2, Boris Turowski, entfielen 4 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 3, Michael Krämer, entfiel eine Stimme.
Auf Kandidat Nummer 4, Florian Breik, entfielen 2 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 5, Dominik Falter, entfielen 6 Stimmen. Auf Kandidatin Nummer 6, Nadine Engelhardt, entfielen 2 Stimmen. Auf Kandidaten Nummer 7, Florian Deisenried, entfielen 5 Stimmen. Damit hat keiner die notwendige Mehrheit erreicht von 50%. Und es gibt eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen, also zwischen Kandidat Nummer 05, Dominik Falter, und Kandidat Nummer 07, Florian Deisenrieder. Das heißt, wir haben gleich nochmal eine Stichwahl. Ich gehe dann schon mal ans Stimmzettel drucken. Gut, nachdem wir ohnehin noch Stimmzettel drücken müssen, darf ich die beiden Kandidaten bitten, nochmal nach vorne zu kommen. Ihr habt noch einmal eine Minute, euch kurz vorzustellen, und danach eröffnen wir nochmal kurz die Fragerunde. Ja gut, ich halte es kurz, weil jetzt machen wir nochmal eine Fragerunde. Ihr könnt mich gerne noch über alles fragen. Ich würde mich, wie gesagt, unheimlich freuen, wenn ihr mich wählt. Schon mal vielen, vielen Dank, ja, dass ihr mich auf Platz 2 gewählt habt. Das ist schon mal ziemlich geil. Und wie gesagt, ich würde gerne einen Wahlkampf machen, hier vor Ort mit euch. Stellt mir Fragen, ich freue mich auf eure Unterstützung und ich glaube, ich würde das auch gern mit dem Team, auch mit denen, ich hätte jetzt ein paar Leute, die nicht in die Stichwahl geschafft haben, die ich auch super finde und mit denen ich gerne zusammenarbeiten will. Ja, ich bedanke mich auch erstmal für das gute Ergebnis und es ist schade, dass es nur einen Direktkandidaten geben kann, weil ich sage es ganz ehrlich, ich halte den Flo auch für extrem geeignet. Und ja, schauen wir mal, wie die Stichwahl ausgeht. Haben wir Fragen an die Kandidaten? Ja. Überraschung, Michelle. Okay, du, Dominik, was sagst du, wenn ich dir vorwerfe, dass du über diese Aktion mit den Christbäumen irgendwie eine populistische Aktion bringst, wo du Leute persönlich ansprichst, aber politisch eigentlich nichts zu bieten hast? Das ist, glaube ich, typisches CDU-CSU-Verhalten. Also ich finde ich habe mir die Aktion auch selber ausgedacht, ich finde eine neue, unter Umständen kreative, vielleicht auch innovative Wahlkampfaktion jetzt eigentlich alles andere als CSU. Und ich denke, man muss halt irgendwie schauen, dass man halt auch an die Menschen rankommt. Ich kann mich noch an die Aufstellungsversammlung von 102 am Dienstag hier erinnern, wo jemand auf die Frage, was er denn dem Bürger bieten möchte, gesagt hat, der Bürger interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, weil ich werde ja von den Piraten gewählt. Und letztendlich ist es aber so, wir stehen jetzt in Umfragen irgendwo zwischen 3% und 4%. Und nur von den Piraten, nur von den Menschen, die sich jetzt hier in diesem Raum befinden, kommen wir halt nicht in den Landtag rein. Deswegen denke ich schon, dass man auch irgendwie Aktionen machen muss, wo man an den Bürger rankommt und der Bürger einfach feststellt, ach, das sind ja jetzt gar nicht nur irgendwelche Spaßleute, sondern das sind auch Menschen, die vor Ort was für uns tun, die man persönlich kennenlernen kann, nicht nur übers Internet. Und ja, solche Aktionen würde ich auch gerne machen. Ja, könntet ihr euch vorstellen, wenn ihr nicht aufgestellt werden solltet als Direktkandidat, auch für den Bezirkstag zu kandidieren? Aus zwei Gründen nein. Zum einen wartet da hinten ein Bezirkstagskandidat, den ich für den kompetentesten Kandidat für den Bezirkstag in ganz Oberbayern halte. Ja, das heißt, allein deswegen nicht. Und zum anderen muss ich auch, also er hat schon geschafft, mich für viele Bereiche der Bezirkspolitik zu motivieren. Trotzdem sehe ich meinen Schwerpunkt im Landtag. Was aber natürlich klar ist, wenn ich nicht gewählt werde, werde ich natürlich trotzdem den Wahlkampf machen, ne? Also, klar. Ja, ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, ich kandidiere nur hier und auch nur für den Landtag. Ganz ehrlich, ich könnte jetzt auch gar nicht kurzfristig für den Bezirkstag kandidieren, nicht nur, weil es den Kandidaten bereits gibt, sondern weil ich mich beim Bezirkstag auch ganz ehrlich nicht auskenne.
Ich weiß nur, dass die beiden Hauptthemen des Bezirkstags das Heimatpflegethema ist und viele soziale Themen, Stichwort Psychiatrien vom Bezirk Oberbayern. Das ist nicht mein Themenfeld und deswegen werde ich mich da auch nicht bewerben. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Michelle. Okay. Dominik, du wirst in einem SZ-Artikel unter dem Titel Neues aus dem Intrigantenstadel referenziert, wo dir vorgeworfen wird, du hättest eine Wahl im RCDS manipuliert bei deiner Kandidatur dort 2003. Deine Stellungnahme dazu, weil ich denke, das ist eine Sache, die wir auch den Wählern irgendwie erklären müssen. Du hast es vorhin gesagt, wir hatten den Puff-Pirat, jetzt heißt es, ja, wieso habt ihr denn diesen Piraten gewählt? Deswegen hätte ich da einfach gerne eine Stellungnahme von dir dazu. Ja, gern. Also persönlich haben wir uns da eigentlich schon mal drüber unterhalten, aber ich sage es jetzt auch hier gerne. Wer mit der Presse bisher noch nicht so viel zu tun hatte, wird die Erfahrungen machen, dass man teilweise von Zeitungen dann Anrufe bekommt, wenn man sich irgendwo engagiert, die eigentlich in ihrem Kopf bereits einen festgelegten Artikel haben und dann einfach nur noch nach Zitaten suchen, die sie dann, mit denen sie noch den Artikel garnieren können. Du hast eigentlich diese Erfahrung insofern auch selber schon gemacht, als du vor einem Monat, glaube ich, von der AZ auf das Thema Frauenkandidaturen in der Piratenpartei angesprochen worden bist und es darum ging, dass es ja für den Landtag keine weiblichen Kandidaten gäbe, zu einem Zeitpunkt, wo noch überhaupt keine Kandidaturen und auch keine Aufstellungsversammlungen waren. Und die von der AZ hatte da einfach die vorgefertigte Meinung, ich schreibe einen Artikel darüber, bei den Piraten gibt es keine Frauen. Und du bist dann in der AZ zitiert worden mit den Worten, ich bin schockiert. Es kommen teilweise dann eben solche Artikel in der Presse raus. Und wenn du nach weiteren Artikeln zu diesem Thema suchst, wirst du finden, dass sich das, was mir vorgeworfen worden ist, dann auch als Schwachsinn herausgestellt wurde. Das waren dann allerdings in der Zeitung Artikel, die dann halt nicht mehr drei Spalten waren, sondern halt nur noch eine halbe. Aber das ist Presse und damit muss jeder Kandidat auch umgehen können. Ich habe da bereits negative Erfahrungen gesammelt, ja. Aber ja. Haben wir noch weitere Fragen? Flo, dir wird vorgeworfen, die Piraten, die sind ja alles fürchterliche Kiffer und die haben sonst keine Themen. Was sagst du dazu? Ja. Nein, stimmt nicht. Und das ist ein Grund, warum ich mich bei Drogenpolitik engagiere. Weil tatsächlich gibt es Menschen in Bayern, die kiffen, ja, und die werden auch krass verfolgt und ungerechtfertigt. Ja, nein, das ist einfach so. Man verliert sofort seinen Führerschein, wenn man irgendwo eine Tüte raucht. Die Sache ist aber die, wenn man anschaut, was mit Adios passiert ist, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir wahrgenommen werden, wir sind Kiffer und wir wollen das ja nur legalisieren, weil wir es selber kiffen wollen. Und deswegen trete ich für dieses Thema Drogenpolitik an, ganz bewusst, weil ich keine illegale Drogen rauche, schlucke, sonst was mache. Ja, das ist auch, ich würde, wenn ich jetzt ein Arzt bin, sofort meine Approbation verlieren. Ja, noch dazu ist Kiffen ganz nett, also ich habe das früher auch mal gemacht, aber so geil ist es jetzt auch nicht. Ja. Aber Drogenpolitik ist eben viel mehr als Kiffen. Zum Beispiel arbeite ich nebenher als Aushilfe in der Praxis mit Methadonausgabe. Ja. Und das sind nicht nur irgendwie Asoziale, sondern das sind Menschen, denen wirklich geholfen werden kann, in einen Job zu kommen. Ja? Und die Rahmenbedingungen sind da zum Beispiel so katastrophal, dass ganz aktuell jetzt, war letzte Woche im Landtag, dass die Ärzte im Land es solche Auflagen haben, dass sie das nicht umsetzen können. Und Drogenpolitik ist viel, viel mehr als nur Kiffen. Und Drogenpolitik, eine sinnvolle Drogenpolitik,
bringt für die ganze Gesellschaft was, weil wir tragen als Gesellschaft die Lasten, nämlich die Strafe, die Gefängnisse sind voll mit Leuten, die irgendwie eine Pflanze auf dem Balkon hatten oder 6 Pflanzen, dann kommt man ins Gefängnis wegen großer Menge. Ja, die Strafverfolgungskosten sind enorm. Ja, und selbst wenn man sagt, es gibt natürlich Leute, denen geholfen werden muss, aber auch da ist es nicht geholfen, wenn man die Leute wegsperrt in Gefängnisse, sondern der Gesellschaft ist es viel mehr geholfen, wenn man Ansätze, die in Richtung Therapie statt Strafe gehen. Das heißt, um das zum Ende zu kommen, Drogenpolitik ist auch definitiv für den Nichtkonsumenten ein wichtiges Thema und gerade als solcher muss man das auch vorantreiben und da Änderungen erzeugen. Herr Treffler, sehe das nicht der Fall, dann übergebe ich wieder Markus. So. Diesmal muss ich nicht fragen, ob man kandidieren möchte, weil die Möglichkeit besteht jetzt nicht mehr. Genau, folgendes, wir haben jetzt einen gelben Stimmzettel, wird es gleich geben. Ihr habt hier die Möglichkeit, entweder bei Kandidat Nummer 05 Dominik Falter anzukreuzen oder bei Kandidat Nummer 07 Florian Deißrieder. Also nur ein Kreuz bitte. Wer zwei Kreuze macht, macht den Stimmzettel ungültig. Wenn er keins macht, ist das eine Enthaltung. Das ist eine Enthaltung ist auch, wenn man keine Stimmzettel abgibt, also von dem her bitte nur ein Kreuz und es gelten dieselben Regeln wie vorhin. Erst Stimmzettel abholen, dann könnt ihr irgendwo auch in den Nebenräumen geheim eure Kreuze machen, euer Kreuz machen, nicht Kreuze, und dann danach hier wieder die Stimme abgeben. Okay, soweit von mir. Und? Optimal für Ibis, sondern Sachen, mit denen ich mich nicht ärgern muss und für die ja noch Geld. Okay. Ja. Also falls du da nicht willst, kannst du da direkt. Du hattest gerade einen Stift verliehen, oder? Ja, also da werde ich ganz dürftige Preise anbieten. Ja. Am liebsten wäre er verjagen. Beim Kaufhof. Weiß ich nicht. Dein Notebook läuft noch. Aber wie gesagt, da denke ich ein, irgendwo. Was war? Dreck im Lüfter. Nee. Ja, ich habe ja auch gebrochen. Jetzt muss ich hier fahren.
Wir haben ja noch die Zickzackswahl, die man wohl dann mal schauen können, ob das da hinten mal werden, dass wir mitzählen. Das kann ich automatisch kaufen. Man kann ihn gleich bestellen, der kostet im Internet 3-4 Euro. Aber die Platine an die ranzukommen, das ist halt immer falsch. Möchte noch jemand seinen Stimmzettel abgeben? Also Lötmaschine hätte ich, Bauteil wäre nicht so schwer. Wir versuchen auch mitzuzählen, wir vergessen es nur. Möchte noch jemand deine Stimme abgeben? Hast du fest vertratet sozusagen? Gut, dann ist der Wahlgang damit geschlossen und wir zählen. Oder kann man noch abstecken? Nein, das ist von außen nicht zu sehen. Ist dein Kabel fest montiert oder kann man es abstecken? Sie hat es nicht mit Absicht ausmachen. Der Wechsel kannst du bei meinen Kuchen bei meinem Rechner. Du hast dann den Teil auf den Netzer. Ja, weil normalerweise nicht eine Brücke gemacht. Für wen bist du? Dominik oder Flo? Das gleiche. 1, ich habe 9. 2, 3, 4, 5. Wir haben jetzt noch 13. Gut. Unterschiedliche Art und Weise engagieren. Bei mir sahen sie alle gültig aus. Ja, wir sind immer noch mal. Sind beide das gleiche. Ja, dann soll ich 1 und 2 lernen. Egal. Hier, 2. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
S1 ist S1 ist näher an der S71. Dann übergebe ich wieder an Dietmar. Damit gratuliere ich dem Dominik, unserem Direktkandidaten für den Stimmkreis 104 für die Landtagswahl 2013. Ich frage die Versammlung, gibt es Einwände gegen diese Wahl? Möchte irgendjemand Einspruch einlegen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich hiermit im Namen des KV München diese Versammlung. Danke. Ich auch, wenn es haben mein Kontakt, mein Kopf, der ist.
Also, wenn ich den selben Gin Tonic hier in München gekauft hätte, hätte ich wahrscheinlich 20 Euro pro Glas bezahlt. Ja, ja. Kleine kostet wahrscheinlich an so 18 Euro. Das ist Gin aus dem Schwarzwald. Der war sehr geil. Ja. Und unser Tonic Water, was auch schon die 250 Milliliter Flasche irgendwie für 4 Euro kostet. Tonic Water kommt fast halt perfekt zu dem Gin und außerdem die kleine Flasche. Deswegen sind wir natürlich jetzt vollkommen happy. Also man ja, der Geschmack war auch schlecht. Aber der, den ich gestern hatte, der war auch sehr gut. Ja, wir lesen dann. Ja, das ist genau das.
Hört ihr die Glocken? Also ich habe es angedroht. Wer die Glocken nicht ernst nimmt, nächstes Mal kommt die Presslufthupe. Soll ich das Megafon holen? Ja, oder so. Darf ich wieder alle bitten, den Platz zu nehmen? Wir würden gerne mit der nächsten Versammlung weitermachen. So, ich darf dann hiermit im Namen des Kreisverstands München, der Piratenpartei, die Aufstellungsversammlung für die Aufstellung des Kandidaten zur Bezirkstagswahl 2013 im Stimmkreis 104 hier in München eröffnen. Zunächst die Frage, ist in dieser Versammlung irgendjemand der Meinung, dass irgendein Pirat zu Unrecht akkreditiert wurde oder irgendein Pirat, der akkreditiert hätte, werden sollen, nicht akkreditiert wurde? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir brauchen wieder einen Versammlungsleiter. Markus hat mich vorgeschlagen, das finde ich sehr nett von ihm. Seid ihr einverstanden? Bitte. Gegenstimmen? Okay, dann, nachdem wir es vorher schon alles durchgegangen sind mit der gleichen Belegschaft, mache ich es jetzt einfach auf negativ, ich lese vor. Und wenn Einwendungen bestehen, hebt einfach mit die Karte. Geschäfts- und Wahlordnung gilt weiterhin, sehe ich keine Gegenstimmen. Öffentlichkeit und Streaming ist weiterhin zugelassen, sehe ich keine Gegenstimmen. Als Wahlleiter würde ich wieder Markus vorschlagen. Seid einverstanden, sehe ich. Gegenstimmen? Nein. Gut. Protokoll für Markus. Seid ihr einverstanden? Gegenstimmen? Keine. Sehr gut. Wir benötigen wieder zwei Zeugen. Wer? Okay, DJ. Und wir benötigen einen Wahlhelfer. Perfekt. Ist die Versammlung im Wahlhelfer einverstanden? Gut, Gegenstimmen? Keine. Wunderbar, damit werden die Versammlungsämter besetzt. Ich darf dann die Kandidaten zu mir nach vorne bitten. Oder den Kandidaten. Ah, okay. Sehe ich meinen zweiten Kandidaten. Sehr schön. Ja. Die zwei Kandidaten, ihr kennt es bereits. Das ist nur die Reihenfolge. Kannst du beruhigen? Die? Du hast ein Uhr. Ich bin der erste. Gut. Gut. Dann darf ich bitten, also, zur Person habe ich mich ja schon vorgestellt. Mich interessiert das Thema Bezirkstag. Ich habe 15 Jahre im Kreis Miesbach gewohnt, 10 Jahre im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, einige Zeit im Kreis Erding und Kreis Ebersberg und auch etliche Jahre in München, sodass ich mich in Oberbayern einigermaßen gut auskenne. Ich weiß auch, dass es im Bezirkstag ein ehrenamtlicher Job ist und es sind 58 Mandate. Und die kleineren Parteien haben keine eigenen Fraktionen, sondern die schließen sich zusammen zu Ausschussgemeinschaften. Da gibt es, soweit ich weiß, zurzeit eine aus ÖDP, Bayernpartei und ich vermute Freie Wähler. Ja. Und beim nächsten Mal wird es wohl so sein, dass die FDP schrumpfen wird. Also werden mögliche Partner, um eine Ausschussgemeinschaft zu bilden für die Piratenpartei sein, ÖDP, Bayernpartei, Freie Wähler, FDP oder Linke.
Ganz sicher nicht die Republikaner, die sind immer isoliert und das wird auch so bleiben, das ist gut so. Also meiner Ansicht nach, ich kenne einige Leute im Bezirkstag, ich kenne auch zum Beispiel den Hubert Dorn von der Bayernpartei. Ich glaube, dass es möglich ist, innerhalb so einer Ausschussgemeinschaft, die eine Art Regenbogenfraktion ist, vernünftig zu arbeiten und auch die Positionen der Piratenpartei dort einzubringen. Mich interessiert das Thema Kultur genauso wie das Thema Gesundheit, wenn es auch um Psychiatrie und Psychotherapie und Bezirkskrankenhäuser geht, aber mich interessiert das schon. Vor allen Dingen aber auf der kulturellen Seite das Thema Denkmäler interessiert mich sehr. Schlösser, da ist der Bezirkstag zuständig und ich kann mir vorstellen, da gut mitarbeiten zu können. Gut, dann darf ich ergänzen. Dankeschön. 10 Minuten lässt uns das Wahlprozedere Zeit. 10 Minuten ist eine recht kurze Zeit, wenn man bedenkt, dass es jetzt um 5 Jahre geht, über die wir jetzt gerade reden. Das ist dann so, pro Woche sind das dann so, glaube ich, 3 Sekunden oder irgendwas, die man jetzt zusammenfassen sollte. Und dann überlegt man sich natürlich gut, was erzählt man in 10 Minuten. Und da könnte ich auch erstmal bei mir anfangen, ganz klar, das ist so gängigerweise. Ich könnte euch erzählen, dass ich 44 Jahre alt bin, glücklich verheiratet, eine wundervolle Tochter habe, 12 Jahre, auf die ich sehr stolz bin. Dass ich berufstätig bin, ja, und zwar in Bogenhausen, draußen in Steinhausen, wo ich als Service Manager Projekte nachbetreue, also die Kunden halt dann mit den Materialien versehe, die sie halt für das fortlaufende Produktion benötigen. Ich könnte euch darüber erzählen, dass ich auch natürlich andere Hobbys habe als Politik, Gott sei Dank, dass ich auch noch andere Verwurzungen habe im Schachverein. Ich spiele ja noch chinesisch Schach im Übrigen. Darüber hinaus beim Männeridealverein Schlafia, den wahrscheinlich unglaublich viele nachgoogeln werden, weil was das ist, das freut mich, vielleicht interessiert es den einen. Ich könnte euch darüber hinaus auch erzählen, warum es gut wäre, mich zu wählen. Das ist eigentlich das Gängige, was man von einem Kandidaten erwartet. Dann würde ich euch sagen, ja, ich wohne hier entsprechend im Viertel, ich wohne im Stimmkreis, ich bin hier verwurzelt, bin hier in zahlreichen Vereinen tätig und habe viele, viele Jahre lang fleißig Elternarbeit geleistet, was eine ganze Menge Vernetzung bedeutet, wenn man viele Leute kennt aus den diversen Gremien, in Kindergärten, in Hort, in der Schule. Ich könnte euch auch darüber informieren, dass mein Arbeitgeber eben ganz, ganz, ganz dicht rein zum Bezirkstag sitzt. Also Fahrradentfernung, das ist die gleiche Straße. Das heißt, wenn es mal wieder heißt, Sozialausschuss, Dienstag 10 Uhr bis 10.30 Uhr, da trifft er sich meistens. Ja, dann heißt das 10 Minuten hinradeln, brav gucken, was noch abzustimmen ist und wieder zurückradeln. Reißt mich nicht raus, muss nicht einmal durch die Republik. Ist, denke ich, auch ein Vorteil. Verfügbarkeit im Wahlkampf könnte ich euch zusagen, ganz klar. Ich habe meinen Resturlaub aus einer zahlreichen Tätigkeit, auch mit Auslandsaufenthalten des letzten Jahres, weitgehend aufgespart, um euch zusagen zu können, wenn der Wahlkampf beginnt, ich bin dabei. Ich habe noch 20 Resturlaubstage, die Urlaubstage des neuen Jahres und wenn ich mein Überstundenkonto anfangen würde, mal langsam anzugreifen, dann könnte ich eigentlich so ab April durchgehend Wahlkampf machen, ohne dass ich dabei auf einen Lohn verzichten müsste, was angenehm sein könnte. Was auch die Frage stellt, für den Bezirkstag zu kandidieren, heißt natürlich eine gewisse zeitliche und finanzielle Verfügbarkeit. Die kann ich euch zusagen. Ich weiß, dass ein Bezirkstagsgeschäft ein Ehrenamt ist, wo man eher drauf zahlt als kassiert. Ich weiß auch, dass es eine Menge zeitlichen Bedarf macht, mal eben vor Ort Termine irgendwo in den hintersten Winkeln wahrzunehmen. Ich kann das stemmen, ich will das stemmen, ich bin dazu bereit. Mir ist aber wichtig, dass ich dann hier nicht nur von mir rede. Denn wenn es darum geht, diesen Bezirkstag mit Leben zu füllen, dann möchte ich dazu wirklich euch alle einladen. Euch im Stimmkreis, aber auch die gesamte Partei. Ich stehe nicht auf dem Standpunkt, dass ich mich jetzt hinstelle, sage, jetzt werde ich mal Kandidat und dann gucke ich mal, wer mich unterstützt. Das ist nicht mein Ansatz. Mir geht es darum, dass ich dafür bin, dass unsere Partei zum Bezirkstag kandidiert. Und ich bin dazu bereit, dort meiner Partei zu dienen. Ich tue dies schon im Vorfeld. Ich bin seit langem tätig in der AG Bezirkspolitik, deren erster Sprecher ich bin, habe mich inhaltlich durch die letzten Jahre, denke ich, auch einigermaßen vorbereiten können, obwohl ich sehr gut weiß, dass wir alle ganz, ganz, ganz kleine Zwerge sind gegenüber das, was unsere Konkurrenz da draußen weiß, was eine Ruth Waldmann weiß von der SPD, die seit vielen Jahren das mehr oder weniger hauptberuflich macht, die als Geschäftsführerin der AWO freigestellt ist für Bezirkstagsarbeiten, dass wenn man gegen solche, ja, ich will nicht Konkurrenten sagen, ich will Mitbewerber sagen, wenn man gegen solche antritt, dass man dann noch einiges zu lernen hat. Und auch das möchte ich gerne mit euch machen.
Denn ich denke, wenn wir für den Bezirkstag kandidieren, dann hat das sehr, sehr viele ganz klare Punkte. Zunächst einmal zeigen wir eindeutig, die Piratenpartei ist mehr als das, wofür sie gehalten wird. Wir machen nicht nur Netzpolitik. Wir sind nicht nur die Nerdpartei. Es ist nicht so, dass man uns darauf beschränken könnte, zu sagen, ja, ja, was ihr da macht, das hat doch alles nichts mit dem Bezirk zu tun. Nein, ich glaube, was die Piratenpartei heute, wie sie ist, besonders auszeichnet, ist, wir betreiben Politik als Methode. Und das ist wichtig. Ich möchte eine Politik in den Bezirkstag hineinbringen, die von piratigen Grundsätzen geprägt ist, die die Bürger abholt, die versucht, alle Handlungen, die im Bezirkstag passieren, entsprechend transparent zu gestalten, die aber auch in der eigenen Partei immer wieder das Feedback holt. Ich sehe auch einen Wahlkampf nicht so, dass man in einem Wahlkampf hingegen stehen kann und sagt, hier bin ich der Kandidat, wer hat Lust für mich Wahlkampf zu machen? Ich erwarte hier in München tätig von einem Kreisverband München, vom Kreisvorstand natürlich auch als erstes und möglicherweise dann auch vom Bezirksverband, dem das ja auch nicht ganz egal sein sollte, uns die Strukturen vorzugeben und zu sagen, hier Kandidat, was tust du jetzt? Das ist der Punkt. Ich möchte, dass wir in einem großen Team beschließen, wie wir den Wahlkampf gestalten und ich biete mein Schwert der Partei an, nicht umgekehrt. Wenn wir Bezirkspolitik betrachten, hat das noch einen zweiten ganz wichtigen Effekt. Nicht nur, dass wir sagen, wir können das auch. Aber Bezirkspolitik ist anders. Bezirkspolitik ist nicht geprägt von hier Regierung, dort Opposition. Der Bezirkstag ist dominiert, schwerpunktmäßig, ich sage bewusst schwerpunktmäßig, weil es natürlich Unterschiede gibt. Es gibt die Linkspartei inzwischen drin, die da sehr gern eigene Ideen hat. Früher gab es die Republikaner, die sind Gott sei Dank nicht mehr drin im Bezirkstag. Die Bezirkspolitik vor allem konsensual betreiben, was durch die Sachzwänge in der Bezirksarbeit natürlich fast naheliegend ist. Dieses Konsensuale im Parlament können wir sehr, sehr gut verknüpfen, auch mit unseren Einstellungen, mit unseren Grundannahmen. Und da, denke ich, können wir das machen. Und wenn es dann es gelingt, unsere Inhalte auch in den Bezirkstag hineinzutragen, getragen auch von der Rückmeldung, von der Rückkopplung aus der Partei, getragen, wenn es geht, wo immer möglich, auch von der Rückkopplung aus der Bevölkerung, dann können wir uns den großen Themen widmen, die anstehen im Bezirkstag. Dann können wir weiter die Bezirksreform vorantreiben. Dann können wir uns um wichtige Themen kümmern, wie den Stand der Psychiatrie, wo ich sehr, sehr stark mich engagiere, also im Bereich der Psychiatrie, einschließlich der Forensik, beispielsweise in der weiteren Ausbau der ambulanten Versorgung der Psychiatrie. Dann können wir uns einbringen in wichtigen Themenfeldern wie der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Gerontopsychiatrie, aber auch in Themen, die vielleicht nicht jeder von uns tagtäglich auf der Liste hat. Es ist zum Beispiel meiner Meinung nach ein Signal der Schande für Oberbayern, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, in Oberbayern ein Kinderhospiz zu gründen. Das sind alles Themen, die im Bezirkstag behandelt werden und wo wir was tun können und wo wir was tun sollten und wo wir als Partei, die den Menschen in den Mittelgrund stellt, unglaublich viel machen. Denn Mitbestimmung für Bürger bedeutet auch Inklusion, es bedeutet auch die Behinderten abzuholen, es bedeutet auch psychisch Kranke abzuholen. Ich sehe im psychischen Kranken keine Gefahr für die innere Sicherheit. Ich sehe ihm zuvörderst einen Menschen, den es gilt, in seinen ganz besonderen Bedürfnissen und natürlich auch Grenzen zu erkennen und zu fördern. Alles das kann der Bezirkstag und ich glaube, wir sind gut daran gehalten, wenn wir diese Themen auch im Bezirkstag, nicht nur in den Bezirkstag hineinbringen, sondern die Arbeit des Bezirkstags auch in die Partei holen. Denn ich verspreche euch eins, wenn wir einen Bezirkstagswahlkampf hier machen, dann möchte ich eins am mittelfristig auch erleben. Ich möchte sehen, dass wir alle, ich werde mich da auch in vorderster Reihe einbringen, Flugblätter rausgehen, auf Infostände gehen und nicht sagen, hier ist unser Landtagskandidat, hier ist unser Landtagswahlkampf. Nein, ich möchte, dass wir alle wissen, wir machen hier Wahlkampf für den Landtag und wir machen Wahlkampf für den Bezirkstag. Und beides ist wichtig. Es gibt keine B-Mannschaft im Bezirkstag, es ist ein eigenes Thema mit eigenen Schwerpunkten und ganz, ganz, ganz ans eigenen Erfordernissen. Und der ist genauso wichtig. Und wenn wir das alles verstehen und auch hinausbringen in einem engagierten Wahlkampf, dann sage ich euch eins. Hier in Bilbertshofen mitsamt den Bereichen, die wir abdecken, also auch Schwabing-West natürlich und Neuhausen-Nymphenburg, da schaffen wir eins. Wir schaffen 8%. Und das ist mein Ziel. 8% hier im Stimmkreis, Erststimmen und jeweils 2 Stimmen. 8% und das schaffen wir. Aber wir schaffen es nur gemeinsam. Und ich bin da nur ein ganz kleines Licht darunter. Dankeschön. Dann danke ich euch für eure Vorstellung und eröffne die Fragerunde. Bitte, Herr Fagner, die Kandidaten.
Markus? Von Michael wissen wir schon, Joachim, kannst du noch ein bisschen sagen, was du schon für die Piraten getan hast oder seit wann du dabei bist? So ein bisschen. Hier so ein Anfang? Ja, Michael hat eigentlich schon was vorhin. Ach, ich war sagen für den Piraten. Ich bin im Zuge des Europawahlkampfs für Piraten gestoßen, das war also 2009, korrigiert mich, wenn ich jetzt die Jahreszahlen durcheinander bringe, habe also den letzten Bundestagswahlkampf schon auch komplett mitbegleitet. Innerhalb der Piratenpartei habe ich, naja, als ich dazu kam, hatte ich zwei Lieblingsthemen. Das eine war der Bereich Datenschutz, sicherlich auch innere Freiheit statt innere Sicherheit, aber das waren Themen, die sehr, sehr gut, zumindest damals, sehr, sehr gut besetzt waren in der Piratenpartei. Und ich hatte ein zweites Lieblingsthema, Bezirkspolitik. Also habe ich mich auf die Bezirkspolitik gestürzt, habe damals die ersten Versuche gestartet, eine AG Bezirkspolitik zu gründen, von der ich heute auch mit einem gewissen Stolz sage, sie funktioniert und wir arbeiten sehr, sehr gut inhaltlich in einem großen Team dort zusammen. Und darüber hinaus habe ich am Anfang besonders auch die Mitgründung der PPI mitgestaltet, wo ich zunächst hier würde man sagen, politischer Geschäftsführer, dann nannte sich das CEO, der Pirate Parties International halt geleistet habe, dort in Zusammenarbeit mit vielen anderen Piratenparteien Europas. Und zum Schluss war ich auch eine Wahlperiode im Bezirksverstand, damals für die Kasse zuständig als Schatzmeister. Michael, hättest du dann auch Zeit, sich an der Arbeit der AG Bezirkspolitik zu beteiligen? Ja, die nehme ich mit. Könnt ihr beide einen Themenbereich nennen, der euch im Bezirk am allerwichtigsten ist? Ja, bei mir ist es eindeutig das Thema Kulturpolitik. Bei mir ist es der Bereich der Psychiatrie, wiewohl ich sehr gut weiß, dass das ein harter Weg ist zu gehen in der Psychiatrie. Auch ich bin kein Arzt, doch ich habe da noch eine ganze Menge auch an Detailwissen noch mir zu erlernen. Aber wenn es um den Thema geht, wo ich sagen würde, da liegt mein besonderes Merkmal drauf, dann ist es sicherlich die Psychiatrie, weil es das Feld ist, wo wir am allerehesten viel zu schnell sagen, es sind eigentlich keine Menschen mehr und das sind sie. Und deswegen der Kampf für vor allen Dingen den Ausbau der ambulanten Psychiatrie, für eine zeitgemäße Kinder- und Jugendpsychiatrie, für ein neues Denken der Geopsychiatrie und Abbau der Doppelstrukturen, die in die Altenpflege dort hineingehen. Und nicht zuletzt auch der Bereich der Forensik liegen mir da ganz besonders am Herzen. Denn ich sage zum Stichwort Forensik nur eines. Solange wir hier Forensik vor dem Hintergrund betreiben, dass das alles ganz, 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 ganz schlimme Finger sind, vor denen man die Bevölkerung nur schützen muss, und das war's, werden wir keine Fortschritte in der Bereich der Forensik bekommen. Und wir werden es auch nicht, so würde ich sagen, sollten es auch nicht dulden im Bezirk, dass eine Landesregierung sich hingeht, dort die entsprechende Unterstützung der Forensik blockiert, mit dem Argument, das ist unseren Wählern in den Regionalen nicht zumutbar, um es dann auf den Bezirk abzuwälzen, die entsprechenden forensischen Maßnahmen, insbesondere der Nachbetreuung, durchzuführen, was dann natürlich auch flächendeckend sehr, sehr schwierig ist. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber eins, für das ich seit vielen Jahren mich engagiere, es wäre schön, wenn da sich was täte. Was ist SPDI und welche Anlaufstelle gibt es im Stimmkreis, wenn man in dieser Hinsicht eine Beratung braucht? Sagt mir nichts. Der SPDI, das ist der erste Teil, ist einfach, der sozialpsychiatrische Dienst, ist eine Gemeinschaftsaufgabe des Bezirkes mit den Kommunen. Für Beratungsstellen, wenn man einen Anlauf hier bräuchte im Stimmkreis, wäre natürlich erst einmal das Sozialbürgerhaus zu nennen, wo auch der SPDI selber drin ist, gar nicht um die Ecke, Knorrstraße, also kann man direkt dran vorbeilaufen. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen, weil die sind eigentlich nur zuständig für Milbertshofen und für Harthof. Wenn man noch weiter im Norden rausgeht, fällt man in die Zuständigkeit des SPDIs Nord, München Nord. Die sitzen in Hasenbergerl, also eigentlich schon außerhalb des Stimmkreises, Dülferstraße, die kann man da auch besuchen, wenn man sich dafür interessiert. Die sind auch dankbar, wenn mal jemand vorbeikommt und sagt, was macht ihr da eigentlich? Für den südlichen Teil Schwabing und Neuhausen, also Schwabing selber hat einen eigenen sozialpsychiatrischen Dienst und also auch wozu Westschwabing auch dann zählt in dem Fall. Und für Neuhausen ist es die innere Mission am Mittleren Ring. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wo der sozialpsychiatrische Dienst in Schwabing sitzt. Doch, das kriege ich noch zusammen. Darüber Straße, Maßstraße. Aber
Es gibt noch eine Ausnahme. Wer sich für Kinderpsychiatrie den sozialpsychiatrischen Dienst braucht, muss sich an die kinderpädagogischen Heilstätten wenden, an die Tagesheilstätten wenden. Die sind hier im Bezirk aber auch verteilt. Ich weiß jetzt hier, Lichtblick ist, glaube ich, hier noch in Milbertshofen und im Hart gibt es auch noch mal eine HPT. Also da gibt es auch noch Anlaufstellen dazu. Und Regsam auch für jeden Stadtbezirk. Ja, das ist der Michael, du hast gesagt, du warst in der Bayernpartei. Wie lässt sich das mit den Zielen der Piratenpartei vereinen? Also die Bayernpartei ist ja nun erstens mal nicht konservativ und zweitens auch nicht rechts, sondern eine regionalistische Partei, die außen europaweit mit kleinen Parteien wie Sinn Féin in Irland oder mit den Basken oder Korsen zusammenarbeitet und in Kommunalparlamenten mit den Grünen, teilweise mit der FDP, teilweise mit der ÖDP gemeinsame Fraktionen bildet. Und es gab damals halt die Piratenpartei noch nicht und deswegen war ich gezwungen, mich woanders zu orientieren. Wenn es heute die Piratenpartei nicht gäbe, würde ich mich heute für die ÖDP engagieren. Das ist für mich die zweite Wahl nach der Piratenpartei. Die Bayernpartei ist für mich schon deswegen erledigt, weil sie gesundheitspolitisch in Sachen Nichtraucherschutz auf der Gegenseite kämpft, genau wie die Rechten und wie die FDP. Da denke ich nichts mehr an. Ja. Jetzt hast du gesagt, Bayernpartei ist sehr regional, stimmt ja auch. Piraten ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Wir sind eher nicht nur europaweit, wir sind sogar global. Ja. Inwiefern lässt sich das eigentlich vereinen? Weil das sind ja eigentlich Gegenpole. Nein, es sind keine Gegenpole. Bayernpartei ist Mitglied der EFA, Europäisch Föderalistische Allianz. Die arbeiten in ganz Europa, alle regionalistischen Gruppen zusammen in einer Allianz. Und die Piratenpartei ist auch eine Allianz aus Piratenparteien, die auch regionale Unterschiede hat und Schwerpunkte hat. Und ich glaube, dass es einen großen Unterschied gibt, wenn es mal die Piratenpartei in Israel gibt und die Piratenpartei irgendwann im Iran gibt, dass sie nicht ganz gleich sind, aber trotzdem demselben Dachverband angehören. Und ich sehe da keinen Gegensatz. Ich glaube, dass man als bayerischer Pirat mit dem weiß-blauen Logo durchaus auch für regionale Interessen sich einsetzen kann, wenn man in der Piratenpartei ist. Ich sehe da keinen Gegensatz. Gut. Sie haben aktuell keine weiteren Fragen. Damit schließe ich die Fragerunde und übergebe an Markus. Ich habe noch nicht genug gestimmt. Genau, möchte noch jemand einen Kandidaten vorschlagen oder selber kandidieren? Dann wäre jetzt die letzte Möglichkeit. Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall, dann ist die Kandidatenliste geschlossen. Wir kommen gleich wieder zum Wahlgang. Es gibt nachher gleich grüne Stimmzettel, in dem Fall dann noch halb so große. Ich habe wieder die Namen von beiden Kandidaten drauf. Ihr dürft jetzt wieder wie beim Approval Voting übrig, mehreren Kandidaten Stimmen geben. Das heißt, ihr könnt entweder keinem Kandidaten eure Stimme geben, dann lehnt ihr beide ab. Ihr könnt einem Kandidaten die Stimme geben, dann seid ihr nur für den einen. Aber ihr könnt auch beiden Kandidaten eure Stimme geben. Genau. Der Stimmzettel wird es dann gleich wieder hier vorne geben. Und ich muss nur noch mal schnell neue drucken. Okay. Thank you.
So, jetzt aus. Der Wahlhelfer ist auch bereit. Genau. Also, ihr könnt jetzt Stimmzettel abholen. Die bei drei auch. Eins. Zwei. Möchte noch jemand einen Stimmzettel? Also mir wäre 107, sag ich wirklich, weil ich dann auch so ein Dominik? Ja. Ich will das nicht schauen, ich will das nicht sehen. Möchte noch jemand einen Stimmzettel? Ist mir dieser Fall? Nur wenn ich einen zweiten kriege. Dann. Genau. Die Urne ist leer. Ja. Gut. Frag mal. Und. Er hat einen doppelten Boden. Nein, hat er nicht. Der ist extra zugeklebt, damit nichts passieren kann. Genau. Der Wahlgang ist eröffnet. Letzte Chance. Okay, damit ist der Wahlgang beendet und wir zählen aus. Du heißt nach, ich habe so ein Tinnitus am Ohr. So ein Rollend, die Versammlungsämter weiter. Ja. In den Gongschlägen. Okay, dann verkünde ich jetzt das Ergebnis. Es waren vorhin 14 Leute, die sich akkreditiert haben. Es haben 8 Leute Stimmzettel abgeholt und abgegeben. Es waren alle Stimmzettel gültig. Es gab keinen leeren Stimmzettel.
Auf Michael Krämer entfielen 2 Stimmen, auf Joachim Mönch entfielen 6 Stimmen. Damit hat Joachim die Wahl gewonnen. Damit frage ich die Versammlung, möchte irgendjemand Einsprüche gegen das Ergebnis erheben? Ich sehe das nicht der Fall. Damit gratuliere ich Herrn Achim ganz herzlich zu seiner Direktkandidatur. Und schließe ich hiermit die Versammlung. Danke auch nochmal. Ja, eben.